Hallo und willkommen auf meinem Kanal Salokin. Und ja, heute mache ich ein Unboxing-Video. Es tut mir sehr, sehr leid, dass in letzter Zeit wirklich kein Video mehr gekommen ist. Ich habe es mir immer wieder vorgenommen, aber dann habe ich es nie geschafft. Es tut mir echt leid. Ja, aber heute ein Unboxing. Keine Ahnung, wieso ich jetzt vor einem Schrank Unboxen mache, aber ich habe keinen besseren Platz. Heute machen wir ein Unboxing von diesem LED-Projektor. Und ja, der hat 40 Euro gekostet von Amazon. Wundert euch nicht, ich habe ihn schon, keine Ahnung. Ich habe ihn schon mal ausgepackt. Genau, darum sieht es auch so drin aus, wie es wäre der Tornado gekommen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Made in China. Beste Quali. Der soll über, keine Ahnung, 46 Stunden durchlaufen, könnte er. Ja. Hammer von Amazon. Ich würde sagen, wir würden jetzt mal auspacken. Und dann, ja. Schauen wir mal. Also hier, keine Ahnung, scheiß Verschluss. Und dann hier. Schauen wir mal raus. Nehmen die Verpackung mal weg. Ist da noch was drin? Nee, das war ein Plastik. Ja, hier. Keine Ahnung. Die Bedienungsanleitung. Nehmen wir mal weg. Oh mein Gott. Ehre genommen. Ja, an sich. Ich habe das gemeint mit diesem Kuddelmuddel. Den tun wir jetzt erstmal weg. Ja, hier ist die Stromversorgung vom Beamer. Ich nenne den halt so. Genau, hier sonst. Hier nochmal eine Anleitung. Hier Audiokabel. Ja, und hier eine Fernbedienung. Sieht so aus. Genau. Ja, hier habe ich schon. Geh doch auf. Schon Batterien rein. Aber ich muss sagen. Lässt sich leicht biegen. Also beste Qualität ist da. Und jetzt kommen wir natürlich zum Herzensstück, dem Beamer. Also der hat hier eine verschiebbare Linse, seht ihr da wahrscheinlich auch. Genau. Und ja sonst, ja hier HDMI-Kabel. Genau, geht der eigentlich näher. Hier hinten kann man mit Kopfhörer hören. Ihr seht das nicht. Fokussier, okay. Hier könnt ihr mit Kopfhörer hören. Hier halt diese Leisten. Hier wahrscheinlich. Sag schon. Hier wahrscheinlich Ton. Ja, warte, lass mich mal schauen. Okay. Hier wahrscheinlich, hier geht er dann an. Ich würde sagen, ne? Ich baue den jetzt mal auf. Und ja. Und der ist ziemlich klein, weil hier seht ihr ja meine Hand. Sie ist nicht besonders groß. Und hier, da kann ich locker mit der Hand halten. Also der ist schon sehr, sehr klein. Und ja, darum würde ich jetzt sagen, ich baue den mal auf, installiere ihn mal schnell. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Also so, jetzt habe ich
den eingerichtet. Ja, der macht, der ist schon laut. Hört mal. Schon laut. Ja. Ja, die Qualität. Ich mache jetzt Licht aus. Ja, die Qualität. Ja. Könnte besser sein. So. Fernbedienung. Oh mein Gott. Okay, ich finde 45 € Beamer ist das gut. Also man kann. Warte, ich stelle euch mal. Ich hoffe. Sorry, dass es jetzt so schief ist. Aber ich konnte das jetzt nicht besser machen. Also der Ton, Zeit. Zeit. Oh, wir können die Zeit. Minute. Hä? Okay, warte, Exit. Oh nee. So. Ton. Zeit. Sonder. Software-Update. Ach, keine Ahnung. Also Qualität geht so. Also Qualität nicht vom Beamer her, sondern halt von der Bildqualität. Aber ja, sonst für 40 € ist das schon sehr, sehr gut. Oder halt gut. Also ich würde sagen, das war's von mir, von dem kleinen Beamer auch. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao und ciao!